Herzlich willkommen auf Michaels Welt. Heute ein Riesenkarton von Bluebricks Display-Lokomotive V100 Dunkelrot im Maßstab 1:18. Das ist die Nummer 106969, 5475 Teile für 189,95. Ein Wahnsinnskarton. Das Ding nimmt gar kein Ende. Ich versuche das irgendwie auszupacken und auf meine Teller zu packen. Und dann wollen wir das Ding mal zusammenbauen. Überraschung! In dem Karton drei große Beutel, in jedem großen Beutel viele kleine Beutel. Mit etwas Glück ist das halbwegs sortiert und Baugruppen. Das ist ja mal was Neues, das gefällt mir. Also, wenn das einigermaßen sortiert ist, dann sind tatsächlich in dem ersten großen Sack vier Baugruppen drin. Das würde Sinn machen. Und da sind sechs Unterteilungen drin, sechs kleine Tüten drin. Die habe ich hier mal liegen. Und diesen Stapel 16x16 Platten. Und eine Plate mit dem Aufdruck. Leider sehr stark verkratzt. Kann man so nicht sehen. Die war mit dem ganzen Gemüse zusammen. Die hätte man vielleicht doch mal besser einzeln abpacken sollen. Bauschritt 5. Und ich muss jetzt schon zurückgehen. Das wird die Unterkonstruktion, also das, wo der Gleiskörper nachher drauf kommt. Lasst euch nicht irritieren, wenn das zu Anfang gleich wie so eine leichte Banane an beiden Enden sich biegt. Da kommen noch so viele Steine drauf. Das wird sich alles wieder gerade ziehen. Das sagt mir meine Erfahrung. Und schon im Bauschritt 7, wo die oberste Lage drauf gekommen ist, hat sich das alles wieder gerade gezogen. Das wird ja ein riesen Ding. Wahnsinn. Bauschritt 23. Die beiden schwarzen Plates, die da sind, die darauf sollen. Das kann sich nur hier um die Bedruckten handeln. Alles andere macht keinen Sinn. Am Ende der Baustufe 1 sind ein Haufen Teile übrig geblieben. Und der Displayständer. Also das Gleis. Bett. Das ist alles gebaut und das ist ja, fertig. Riesengroß. In der Baustufe 2 geht das los mit dem Fahrgestell. Dann schauen wir mal. Also das mit dem Bauteil, Baugruppenunterteilung gefällt mir sehr gut und wenn Teile übrig sind, habe ich nie was dagegen. Und wie immer am Anfang einer Baugruppe die Teile. Das ist die Baugruppe 2. Schwarz, 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 schwarz. Ui, zwei rote Teile. Ui, ein drittes rotes Teil, ansonsten nur schwarz. Bauschritt 48, da wird eine Stange verbaut. Und weil es verschiedene lange Stangen gibt, haben sie daran geschrieben 4L, also 4 Noppen lang. Sehr gut. Ui, das kannst du jetzt aber schwer sehen, was ich meine. Bauschritt 58 war dieser Zweier, also diese mit zwei Abstand, auf der linken Seite. Jetzt im Bauschritt 59 ist es so auf der rechten Seite. Dieser typische, ich muss das Ding drehen, Pfeil ist da nicht drauf. Aber da das, was ich jetzt baue, hier hinkommt, gleich sowieso auf der anderen Seite kommt, ist das ehrlich gesagt auch vollkommen egal. Bauschritt 69. Da ist es wieder mein ich drehe dich hin und her Pfeil. Ich habe ja gesagt, das ist glaube ich höchstwahrscheinlich vollkommen egal, ob das Ding da ist oder nicht. Zumindest in dem einen kleinen Fall. Ansonsten, ich freue mich immer, wenn alles komplett ist. Bauschritt 87. Na, da ist doch ein kleiner Copy- und Paste-Fehler passiert. Also, Bauschritt 87. Dort wird das abgebildet, was man fertig baut. Aber wir bauen das so und dann sieht das ein bisschen anders aus. Das Ding habe ich im Bauschritt davor gebaut. Oder habe ich einen Denkfehler? Nee, ich habe keinen Denkfehler. Das ist ein Copy-and-Paste-Fehler. Ich muss mal eben selber mal ein bisschen in mich inne gehen. Also Farbabweichungen bei farbigen Bausteinen kann ich mir ja fast noch irgendwie erklären. Aber warum der 2x2 im Gegensatz zum 3x3 farblich vollkommen anders ist und auch schon eher etwas matt ist? Ja. Das weiß ich nur auch nicht. Bauschritt 316. Jetzt bleiben bei mir aber ein paar Rätsel übrig. Von diesen hellgrauen sollen 4 Stück verbaut werden. Ich weiß nicht wo. Ich habe keine Ahnung.
Ups, schwarz auf schwarz, super. Von den schwarzen ist klar, 1, 2, 3 dahin und 3 kommen hier, damit das hier zusammenhält. Das sind 8, 9. Aber wo die hellgrauen hin sollen, entweder die sind da zu viel aufgezeichnet oder ich bin zu blind und sehe nicht, wo die hinkommen, aber irgendwann wird da mal irgendwas rangemacht werden und spätestens dann weiß ich, wo die hin müssen. Also das ist im Moment noch ein Rätselchen für mich. Im Bauschritt 324 kann man es mehr erahnen, als dass man sieht, dass die wohl dahin gehören, die grauen Nupsels. Ups, also man kann es wirklich ganz schwer sehen. Ich muss schon wieder gewaltig zurückrollen. Das nach Ende der Baustufe 4 fertig. Bisschen gebogen ist es noch, aber ich bin ganz optimistisch, das zieht sich auch wieder richtig hin. Die Seiten sind unterschiedlich. Hier ist auf der Seite der Einstieg. Warum hier das noch mit dem Winkel gehalten wird und da nicht, weiß ich nicht. Vielleicht kommt da gleich noch was ran. Ups. Ja. Und das ist die andere Seite. Habe ich schon gesagt, halbe Tonne Steine über. Mit dem, was bis jetzt übrig ist, bei 5 Baustufen, da bauen andere eine ganze Lok mit. Der Inhalt der 5. Baugruppe. Viel Schwarz, ein bisschen Rot, ein bisschen Gelb. Das war auch in einer separaten Tüte, aber aus Platzgründen habe ich das mal zusammengetan. Also, normalerweise wird das auf das Fahrgestell erst ein paar Bauschritte später gemacht. Aber die Dinger kann ich ja gerne noch da ranbauen, wenn das Ding um 180 Grad gedreht ist. Aber die doch nicht mehr, dann würde das auf den da hinten aufliegen. Also habe ich jetzt was vorgezogen. Macht mehr Sinn. So, ein Gebirgestein ist über. Da ist das gute Stück. Der Teil gerade mit den Puffern, sehr fickelinsch. Ja, jetzt verhedder ich mich da mit meinem Kabel. Naja, toll. Ja. Eigentlich schön. Nur das ist ein bisschen, also das ist saublöde reinzubauen. Also das hat keinen Spaß gemacht. Ich drehe jetzt mal nicht weiter. Ich drehe das heute sowieso noch öfters, das ganze Gedöns. Ich habe mich mit meinem Laptop-Kabel verheddert. Total klasse finde ich hier so die Drehgestelle. Die sind also wirklich genial gebaut. So, und jetzt habe ich ein Organisationsproblem. Ich habe einen Teil meiner Baustufe 6 da. Hier in der Mitte. Die Lok und die anderen Sachen musste ich dahin bauen, weil ich muss hier Platz haben, ich muss hier immer ran, ich kann nicht überweggreifen. Das Ding wird ein riesen Ding. Bauschritt 601. Einmal genießen. Modul gebaut. Modul kommt da gleich drauf und dann sieht man da nicht mehr viel von. Aber ich liebe diese Bausätze, wo ich weiß, was ich da alles verbaut habe und was da drin ist. Ich weiß nicht, ob das die Front oder die Heckpartie ist. Auf jeden Fall kommt das da gleich ran. Ja, das kann man aufmachen und zumachen. Aber wenn das da gleich vorhängt, ich werde später wohl nicht mehr auf und zumachen. Bauschritt 664, ein Modul und das dahin. So, das machen wir mal mit zwei Händen. Mit zwei Händen geht es wesentlich einfacher. Türen sind drin, kann man aufmachen, kann man reingucken. Ich finde es hübsch, bei mir bleibt es geschlossen. Ich weiß aber ja, was da alles hinter ist. Und damit ist die Baugruppe 6 abgeschlossen. Das da oben drauf habe ich gebaut. Und das noch ein Teil mehr. Das ist alles übrig geblieben. Was mich wundert ist, diese Teile, da habe ich zwei Stück von, da habe ich nicht eins von verbaut. Das sind die Teile der Baugruppe 7.
Hier habe ich tatsächlich dann mal wieder mehrere Sachen auf einen Teller reingemacht. Und diesen hier. Und das sind bis jetzt gefühlt die größte Baugruppe, zumindest was die Teileanzahl betrifft. Ich hoffe, dass ich das Ding nicht so oft hin und her drehen muss, weil mein Tisch ist echt voll. Bauschritt 709, eine Klappe. Bauschritt 733, ein letzter Blick ins Innere von dieser Seite. Und die Türen zu. Und das sind richtig gute, passende Türen. 745 und auch von hier nochmal ein letzter Blick aufs Aggregat. Klapp und klapp. Und schon sind da zwei Türen dran. Und der Vollständigkeit halber Bauschritt 747. Tür zu, nun geht zu. Ein Blick von oben rein bei Bauschritt 783. Ein Modul, was ich gebaut habe. Und das. Ups. Kommt da rein und. Irgendwas ist abgefallen. Und das geht fast einarmig. Na, ist das nicht toll? Passt. Muss ich nur noch gucken, wo das Teil herkommt, weiß ich. Da muss ich eben wieder ranmachen. Auch hier sind wieder jede Menge Teile übrig geblieben. Witzigerweise auch zwei davon. Und zwei davon. Und die habe ich überhaupt nicht verbaut. An keiner einzigen Stelle. So. Auf der einen Seite alles verkleidet und der Fahrstand, Führerstand, wie auch immer man den nennt, ist schon mal so ein bisschen eingerichtet mit Stühlen. Baugruppe 8, kurze Übersicht. In den drei Tellern habe ich jeweils zwei Beutel reingepackt und hier sind noch ein paar Teile. Insgesamt sind es 9 Baugruppen. Bauschritt 929. Der Motor ist drin. Aber was diese ganze Verrohrung betrifft und besonders diese Schläuche hier, diese Dinger, die sind sowas von unflexibel, so wie ich den auf eine Zeichnung machen soll, dass der hier gerade abknickt und so rumgeht, im Leben nicht geht das. Dafür sind die viel zu steif. Naja, da kommen nachher wenigstens ein paar Klappen vor, dann sieht man das Elend nicht mehr ganz so schlimm. Obwohl die Idee mit dem Motor toll ist. Aber das ist so ein figelinschen Zeugs, das irgendwie zusammenzubauen. Boah, das ist aber was für Nerven. Bauschritt 975, ein Modul und das kommt da vorne gleich hin, das drücke ich aber mit zwei Händen fest. Bauschritt 1002, hier kommt gleich eine massive Wand vor und die Tür einmal zeigen, kann man schließen, die bleibt bei mir zu. Das Ganze verrohrte. Die ganzen Rohre und so sieht man dann später, ja, wenn man sich unten hinlegt und schräg oben hoch durch die Tür guckt. Das alles ist am Ende der Baugruppe 9 über. Von den Dingern jede Menge, da habe ich noch nicht einen von verbaut. Motor ist drinne. Türen, dass man da reingucken könnte später. Ups, da drüben auch. Das Gitter hier liegt lose auf. Also man könnte reingucken, wenn man will. Ja, auf zur letzten Baustufe. An Teilen habe ich jetzt so viel über, mehr als bei manch einem anderen Bausatz. Insgesamt Anteile vorhanden sind. Das sind die Teile aus der 9. und letzten Baugruppe. In den beiden Schalen sind jeweils 2 Tüten drin. Und ich vermute, auch da bleibt wieder eine halbe Tonne über. Und auch hier geht das wieder los mit einem Bauschritt, den ich überhaupt nicht mag. Bauschritt 1051. So, das ist ein Bauschritt. Ich lege da zwei Teile hin.
Da muss was passieren, das muss verbunden werden oder was. Bauschritt 1113. Das Teil hier muss da rein. Dabei muss das Ding da irgendwie genau rein und das beides da irgendwie reinflutschen. Dann will ich es mal versuchen. Das klappte besser als gedacht. Was nicht eingezeichnet ist, ist dieser Schlauch. Ich vermute, dass der da ran soll. Das ist nirgends gezeichnet und ich habe mal die nächsten ein, zwei Bauschritte geguckt. Da ist es auch nicht vorgesehen. Ich mache das einfach mal. Bauschritt 1156. Ein Modul mit Scheibenwischer und allem, was dazugehört. Und das kommt da jetzt gleich rauf. Aber wie immer, sowas mache ich mit zwei Händen. Bauschritt 1156 und jetzt habe ich eine Sache, die gefällt mir nicht. Und das geht auch nicht anders. Dieses Dach ist gebogen. Ich habe es zusammengedrückt und zusammengequetscht. Bei mir ist das Dach gebogen, das gefällt mir nicht. Normalerweise zieht sich sowas immer gerade, wenn da noch ein paar Schichten drauf kommen. Hier leider nicht. Der Bauschritt 1175, eine Klappe, flutscht dicht. Und im Bauschritt 1193, die eine Seite mit einer Tür. 1213, das da rein. Oh, und dann sieht das gar nicht mehr so schlecht aus. Falls ihr das da nicht so drauf kriegt, ich habe diesen Teil rausgenommen und dann zusammengedrückt und dann reingebaut. Das war ein bisschen sinnvoller. Ansonsten fehlt eigentlich die Fläche zum Gegendrücken. Bauschritt 1277, wieder ein Modul gebaut. Und das wird die Motorabdeckung. Da ist der Motor, da kommt das ran. Irgendwie rein, muss ich gleich mal vorsichtig. Und das geht natürlich nicht mit einer Hand. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Alles andere ist hier so richtig mit Türen und irgendwie was. Das Ding wird da nur reingeschoben. Tja, und dann sitzt das da irgendwie so drinne. Das ist die zweite Lösung, die ich nicht so toll finde. Die erste war das mit dem Durchgang und das hier mit diesem Reingeschiebe. Da hätte es bestimmt eine schönere Lösung gegeben. Nach 1286 Schritten fertig. Das ist der Berg Teile, die übrig geblieben sind. Das Teil nicht einmal verbaut, aber darum dreht sich's nicht. Darum dreht sich's. Ups, wir müssen mal ein bisschen zurückfahren. Fangen wir unten an. Zwei Fliesen mit Prinz. Sehr schön Prinz und es steht drauf, was es ist. Sehr gut. Ja, also. Optisch mag ich es sehr leiden, ist auch eine meiner Lieblingsloks. Wir haben ein paar Sachen, die nicht so gut sind. Einerseits, dass das hier leicht durchhängt. Das Teil, dass das da drin ist und nicht befestigt ist. Ein paar Fliesen verkratzt und gewaltige Farbabweichungen. Also hier zum Beispiel, das sollte ein Schwarzton sein. Das sind verschiedene Schwarztöne, das ist natürlich doof. Das sollte heutzutage machbar sein. Der ein oder andere Bauschritt ist ein bisschen, könnte man auch in einer anderen Reihenfolge machen. Dann drehen wir das gute Stück mal. Die ist tatsächlich nicht identisch. Also beide Seiten. Also ich habe hier Platzprobleme. Nehmen wir das mal, weil hier der Motor ist mit der langen Schnauze vorne. Total toll. Man hat vorne, weil hier müssten komische Scheiben rein, also mit diesem angedeuteten Trapez, da ist keine Scheibe drinne. Dafür sind da Scheibenwischer drinne. Und das gefällt mir ausgesprochen gut. Ja, hier ist der Einstieg nämlich ein bisschen weiter zur Seite, bei der anderen ist es mehr mittig. Das ist gebaut. Man könnte
sagen, sieht so ähnlich aus wie DB oder sowas. Ist schon Wahnsinnsproper. Also, ein super Modell, was mir total toll gefällt. Und jetzt kommt gleich noch ein Problem. Ich muss dafür einen Platz finden, weil in die IKEA-Regale, die ich habe, passt es nicht rein. Es ist zu lang. Trotz allem ein schönes Modell. Ich zeige das gleich nochmal eben, wenn ich irgendwo einen Platz gefunden habe, wo stehen bleibt. Weil das Ding bleibt stehen. Das ist ein super Modell. So, da habe ich Platz gefunden. Liebe Kollegen von Bluebricks. Das Ding ist exakt 2 cm zu groß. 2 cm kürzer und das würde ins Regal reinpassen. Oder aber ich hätte ganz zu Anfang mal ausmessen sollen, wie lang die Gleise sind und die einfach mal 2 cm kürzer machen sollen, denn hätte es reingepasst. Naja. Das nächste Problem, was ich habe wirklich keinen Platz mehr. Ich muss Sachen abbauen. Vielleicht verkaufe ich demnächst mal irgendwas, irgendwo bei eBay oder sowas. Oder irgendjemand erbarmt sich und sagt, Michael, das dort im Regal, das wollte ich schon lange mal haben und dann hätte ich Platz.